Nordfriesland. Ja, ich will heute noch mal über die Hauberge berichten, die ja typisch sind, als Erkennungsmerkmal kann man fast schon sagen, für die Region Eiderstedt. Wir können das auch noch mal einblenden, wo Eiderstedt in etwa ist, die Karte. Und wir hatten auch schon einmal eine Folge. Das war das Video 30. Da Mutter aber einen ganzen Ordner hat darüber, gibt es natürlich auch noch viel Wissenswertes um die Hauberge und überhaupt über diese tolle Bauform. Und in diesen Unterlagen fand ich auch von Ludwig Fischer ein Heft, das in Schriften der Interessengemeinschaft Baupflege Band 1 und das heißt Hauberge, eine Bauernhausform hat abgewirtschaftet, Fragezeichen. Und den Buchdeckel können wir auch noch mal einblenden. Wie gesagt, daraus gibt es ein bisschen Wissenswertes und dann habe ich noch einen kleinen Bericht, einen Zeitungsbericht. Und noch eine Sage, die um den Roten Hauberg kursiert. Aber wir fangen einfach mal an mit der Vorbemerkung. Mit der hier vorgelegten kleinen Schrift will die Interessengemeinschaft Baupflege Nordfriesland Informationen zur Eigenart, Geschichte und Entwicklung der Hauberge geben, sowie Probleme der Erhaltung dieser großen Bauernhäuser darstellen. Die Veröffentlichung wendet sich in erster Linie an Einheimische und Feriengäste, die sich für die Baudenkmale der nordfriesischen Landschaften interessieren. Sie ist weniger an die Fachleute aus Architektur, Denkmalpflege und Kunstgeschichte oder Volkskunde gerichtet. Die Broschüre will einem Mangel abhelfen, weil es seit langer Zeit keine eingehendere Darstellung über Hauberge mehr im Buchhandel gibt. Aber diese Veröffentlichung kann die immer noch erforderlichen wissenschaftlichen und archivalisch ausgerichteten Untersuchungen über Hauberge nicht ersetzen. Auf diesem Felde ist noch viel zu tun. Die IGB will mit diesem ersten Band ihrer Schriftenreihe auch dazu anregen, die Bemühungen um die Erhaltung der Hauberge und anderer überkommender Hausformen, um die Durchsetzung bau- und landschaftspflegerischer Gesichtspunkte zu unterstützen. Vielleicht gelingt es, einige Besitzer von historischen Gebäuden in der Region zu mehr Achtsamkeit im Umgang mit alten Häusern zu veranlassen oder Handwerker auf traditionelle Prinzipien hinzuweisen. Aber viel ist schon erreicht, wenn sich das Verständnis für das vergrößert, was wir in unserer gebauten und gestalteten Umwelt wahrnehmen und womit wir umgehen. Da haben wir den Hauberg Flöhdorf bei Witzwort. Eiderstedt ist die Landschaft der Hauberge. Die Halbinsel Eiderstedt, die südlich der nordfriesischen Inseln weit in die Nordsee vorspringt, ist eine flache, von alten Deichen und Wasserzügen, den Sihlen durchzogene Landschaft, die so gut wie ausschließlich landwirtschaftlich genutzt wird. Sie hat ihr Gepräge in hohem Maß durch die besondere Erscheinung der großen Höfe erhalten, die zumeist einzeln in der Weite der Wiesen und Kornfelder liegen, oft erhöht auf künstlich geschaffenen Erhebungen, den Warften, und umgeben von Bäumen zum Windschutz. Die besondere Form der alten Gehöfte gibt es bei ganz wenigen Ausnahmen nur in Eiderstedt. Sie heißen Hauberge und erscheinen als große Pyramiden mit einem Reetdach über niedrigen Außenmauern, aus dem mehrere Giebel über Türen und Toren aufgefaltet sind. Sie werden bis heute immer wieder die schönsten, die größten, die imposantesten Bauernhäuser der Welt genannt. So jüngst noch in der Architekturzeitschrift Architekt und Wohnen von 1983.
Solche Urteile sind allemal relativ. So finden sich etwa in Ostfriesland Gulfhäuser, im Kedinger Land an der Elbe oder im Adland im südwestlichen Niedersachsen und in Dithmarsch Hallenhäuser und andere Formen, die an Grundfläche oder Rauminhalt selbst die größten Haubarge übertreffen. Und mit allem Recht könnte man Adländer Fachwerkhäuser oder österreichische Bauernhäuser als ebenso schön wie die Haubarge finden. Aber seit den Reiseberichten des späten 18. Jahrhunderts hat immer wieder die Kühnheit der Konstruktion dieser Bauten ebenso beeindruckt wie der Reichtum ihrer Ausstattung. Schon einige Zahlen können Hinweise dafür geben. Der größte Haubach hatte eine Grundfläche von gut 1000 Quadratmetern, heute verkleinert. Er liegt in einem Park von mehreren Hektar Ausdehnung. Seine Eingangsdiele misst 100 Quadratmeter und das ganze tragende Holzgerüst des Gebäudes stand auf 8 Ständern mit dem Querschnitt 35 mal 35 Zentimeter. Die Firsthöhe des höchsten Haubargs beträgt fast 18 Meter und in der Mitte des Gebäudes hat man einen freien Blick vom Boden bis in die Dachspitze. Der Wohnteil dieser Höfe war mit Kronleuchtern, kostbaren Möbeln und oft auch mit modischen Tapeten ausgestattet. In den Gärten gab es Alleen und Teepavillons. Die aufwendigsten der Gehöfte konnten so den Eindruck von Herrensitzen und adlichen Gutshöfen machen, aber sie gehörten in der Regel unabhängigen Großbauern, wenn es auch einige fürstliche Domänen gab und wenn sich gelegentlich Kleinadelige oder Handelskapitalisten in einige Höfe einkauften, die sie dann aber nie bewohnten. Ja, und dann ist hier nochmal etwas mit Zahlen belegt. Das ist einfach so. Ich blende übrigens aber auch zwischendurch immer nochmal Haubarge ein. Das ist eine aussterbende Bauernhausform und etwa seit Beginn des 17. Jahrhunderts wurden Haubarge in Eiderstedt gebaut und sie entwickelten sich rasch zu der heute klassisch geltenden und beeindruckenden Gestalt. Die Blütezeit des Haubargsbaus ist die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts, in der die reichsten und größten Höfe entstanden, von denen heute nur noch wenige erhalten sind. Schon 1847 stellte der erste schleswig-holsteinische Bauernhauskundler bedauernd fest, dass die Zahl der Haubarge abnehme. Den Abbruch eines der aufwendigsten Haubarge hat Theodor Storm literarisch überliefert in der Novelle Auf dem Staatshof. Der schon langsam verfallende Haubarg bei Kollenbüttel wurde 1841 abgerissen. An seine Stelle traten moderne Gebäude. Aber noch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden Haubarge gebaut. Damals fast immer als Ersatz für abgebrannte oder baufällige Vorgänger. Ja, und das ist ja auch interessant, dass dann doch noch in der Zeit noch mal welche wieder erbaut wurden oder restauriert wurden. Aber es ist auch für die Erben manches Mal wirklich ein finanzieller Kraftakt, der so leicht nicht zu bewältigen ist. Und wenn man sich dann dem Erbe verpflichtet fühlt, das in Generationen zu erhalten, dann wird manchmal jungen Menschen auch wahnsinnig viel aufgebürdet. Und so habe ich hier einen Bericht noch dazu. Wir blenden ihn auch mal ein, wie er aussieht. Und das Foto ist von Hopfe, steht da drunter. Von wem der Text ist, weiß ich nicht. Und das ist der Leutnantshof in Ölwisbüll am Porrendeich. Der sollte nämlich restauriert werden. Und nur unter großen Opfern lässt sich einer der letzten Haubarge bewirtschaften. Ölwisbüll, das Leben in einem Haubach.
so wie er vor Jahrhunderten von den Vorfahren gebaut worden ist, bedeutet für viele die Erfüllung eines idyllischen Wunschtraums. Welche praktischen Schwierigkeiten und finanziellen Probleme, die an die Substanz gehen können, damit verbunden sind, erleben seit einigen Jahren Hans Hermann und Astrid Hamkens. Seit Oktober 1983 bewohnen sie den Leutnantshof in Uvesbühl, einer der letzten nahezu unveränderten Haubarge in Eiderstedt. Hier ist kein Fenster dicht. Hans Hermann Hamkens hat den Hof in der fünften Generation von seinem Vater, der im April 1983 verstorben ist, geerbt. Aus Familientradition und aus Liebe zu seinem Beruf hat der 33-jährige gelernte Landwirt den Betrieb übernommen, obwohl er in Tönning gerade ein Haus gekauft hatte. Er hatte den Worten seines Vaters geglaubt, wonach er neben einem intakten Betrieb auch eine stattliche Summe Bargeld erben sollte. Aber als er das Erbe antrat, musste Hans Hermann Hamkens die bittere Entdeckung machen, dass der Hof hoch verschuldet war. Außerdem war über Jahre so gut wie nichts an dem Haus aus dem Jahr 1648 getan worden, das unter Denkmalschutz steht. Hier ist kein Fenster und keine Tür dicht. Die Wände sind feucht, die Fußböden wellen sich und bei Ostwind pfeift es durch alle Ritzen, beklagte sich Astrid Hamkens. Mit Öfen beheizbar sind von den rund 250 Quadratmeter Wohnfläche nur die Küche sowie Ess- und Wohnzimmer. Die übrigen Räume werden mit Elektroradiatoren warm gehalten. Das bedeutet Stromkosten von über 7000 Mark im Jahr oder knapp 600 Mark im Monat. Diese menschenunwürdigen Wohnverhältnisse, so Astrid Hamkens, sollen jetzt beseitigt werden. Rund 450.000 Mark sollen in einer ersten Maßnahme investiert werden. Die Außenwände werden einschließlich Fenster und Türen teilweise erneuert, ebenso alle Fußböden und ein Teil der östlichen Steilwand. Das Innere des Haubargs soll so umgebaut werden, dass ein zeitgemäßes Wohnen möglich ist. Für diese Arbeiten muss das Ehepaar Hamkens selbst 330.000 Mark aufbringen. 120.000 Mark Eigenmittel und 200.000 Mark durch einen zinsvergünstigten Kredit der Stiftung historisch wertvoller Gebäude in Schleswig-Holstein. Die restlichen 130.000 Mark sind Zuschüsse des Landes. Wir haben Angst, ob wir das alles finanzieren können, so Astrid Hamkens. In der ersten Maßnahme wird ja nur rund ein Drittel aller notwendigen Arbeiten gemacht. Die finanzielle Situation der Familie sieht in der Tat nicht rosig aus. Die zum Hof gehörenden 45 Hektar Land sind als Weizenland verpachtet. Die Pacht wird nach dem Ertrag berechnet. Die sinkenden Getreidepreise bringen einen jährlichen Pachtverlust von rund 20%. Um existieren zu können, arbeitet Hans Hermann Hamkens auf einem anderen landwirtschaftlichen Betrieb. Eine weitere Einnahmequelle erhofft er sich in der Aufzucht von Schweinen. Sein Arbeitstag ist durchschnittlich 16 Stunden lang. Ehefrau Astrid musste ihre Arbeit in Tönnig aufgeben, weil Haus, Hof und Kinder ihre Anwesenheit erfordern. Wir wollten schon oft alles hinschmeißen. Aber irgendwie ist das auch keine Lösung. Wir müssen den Hof doch erhalten, meint das Ehepaar. Ja, das ist dann wieder die Realität, so einfach wie man sich das oft denkt. Man fährt vorbei und sagt, oh, ist das schön und toll. Aber so toll ist es gar nicht immer. Und das wollte ich nochmal anmerken hier, wie schwer es junge Familien haben, wenn sie sowas erben.
Und der berühmteste der Haubarge, denke ich mal, ist eigentlich der Rote Haubarg. Während der Name Roter Haubarg ja irritiert auf den ersten Blick, denn die Farbe Rot sucht man ja vergebens. Wir blenden ihn mal ein. Hoffentlich ist das in Farbe, das Foto, ja. Und weiß verputzt und mit einem gewaltigen Reetdach steht das Bauernhaus da und ist weithin über die Marsch zu sehen. Der erste rote Haubarg hatte einst ein rotes Ziegeldach. Ich glaube, da haben wir noch ein Bild, oder nicht? Oder ist das Reet? Ich kann das von hier gar nicht sehen am Rechner. Nach einem Feuer im Jahre 1759 wurde das Gebäude neu errichtet und mit Reet eingedeckt. Die Farbe ging, aber der Name blieb. Als Baujahr des Hofes gilt 1647. Die Hofanlage ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Lebensweise der Marschbauern aus der Region und Zeugnis des einstigen Reichtums. Stallräume, Diele, Wohn- und Schlafkammern waren um die quadratische Grundfläche des Hauses herum angeordnet. Unter seinem über 20 Meter hohen Dach türmte sich das Heu. Und dann habe ich auch noch eine Sage gehört über den roten Haubarg, die ich euch natürlich auch nicht vorenthalten möchte. An der Landstraße nicht weit von Witzwort steht ein großer, schöner Hof, der Rote Haubarg. Der hat 99 Fenster. Vor Zeiten stand hier ein kleines, elendes Haus und ein armer, junger Mann wohnte darin, der in die Tochter des reichen Schmieds seines Nachbarn gegenüber verliebt war. Das Mädchen und die Mutter waren ihm auch gewogen, doch der Vater wollte nichts davon wissen, weil der Freier so arm war. In der Verzweiflung verschrieb er seine Seele dem Teufel. Wenn er ihm in einer Nacht bis zum Hahnenschrei ein großes Haus bauen konnte. In der Nacht kam der Teufel, riss das alte Haus herunter und blitzschnell erhoben sich die neuen Mauern. Vor Angst konnte der junge Mann es nicht länger auf dem Bauplatz aushalten. Er lief hinüber in des Schmieds Haus und weckte die Frauen, wagte aber nun nicht zu gestehen, was ihm fehle. Doch als die Mutter einmal zum Fenster hinaussah und mit einem Male ein großes Haus erblickte, dessen Dach eben errichtet ward, da musste er bekennen, dass er aus Liebe zu dem Mädchen seine Seele dem Teufel verschrieben hatte, wenn er, ehe der Hahn kräht, mit dem Bau fertig würde. Schnell ging die Mutter in den Hühnerstall. Schon waren 99 Fenster eingesetzt und nur noch das Hundertste fehlte. Da griff sie den Hahn, schüttelte ihn und er krähte laut. Da hatte der Teufel sein Spiel verloren und fuhr zum Fenster hinaus. Der Schmied aber gab seine Tochter nun dem jungen Mann, dessen Nachkommen noch heute auf dem Hauberge wohnen. Ist das nicht nett? Ja, ich denke mal so früher, da gab es ja fast über alles und Geschichten, Sagen, Märchen und was weiß ich nicht alles. Ja, ihr Lieben, das war mal wieder eine Geschichte über die Haubarge in Eiderstedt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sind ja ganz besondere, ich sag jetzt mal, Bautypen für die Region und auch das gehört ja zu Nordfriesland dazu. In diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss, Moin Nordfriesland, eure Kirsten.